Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Diese Woche ist eine ganz besondere für mich, denn ich durfte hohen Besuch aus Frankreich empfangen, aus dem Elsass. Gleich zum Wochenauftakt hat sich unsere Landtagsfraktion mit Abgeordneten des elsässischen Regionalparlaments in München getroffen. Dabei ging es um die Förderung regenerativer Energien, Fragen des Hochwasserschutzes, der Erinnerungskultur und um ein Thema, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, das sensorische Kulturerbe. Denn zum Leben im ländlichen Raum gehören Kirchturmgeläut und Kuhglocken genauso dazu wie das Muhen und Mähen, Krähen und Grunzen. Doch diese Begleiterscheinung des Lebens auf dem Land akzeptieren in Bayern leider nicht jeder. Oft rufen frisch Zugezogene deshalb sogar unsere Gerichte an. Schnell kommt es zu Konflikten mit traditionellen Handwerks- und Landwirtschaftsbetrieben, die ländlichen Gerüche und Geräusche produzieren. Unsere französischen Nachbarn agieren hier cleverer. Sie haben das sensorische Kulturerbe bereits Anfang vergangenen Jahres im Umweltrecht verankert. Seitdem obliegt es den einzelnen Regionen, so auch dem Elsass, welche konkreten Geräusche und Gerüche geschützt werden sollen. Wir haben vom Regionalparlamentspräsidenten Frédéric Bierry und dessen Kollegen erfahren, dass das neue Gesetz von den Elsässern sehr gut angenommen wird. Das motiviert uns umso mehr, unseren eigenen Gesetzesentwurf zum Schutz landestypischer Gerüche und Geräusche voranzutreiben und im Bundesrat einzubringen. Bei unseren interparlamentarischen Treffen am Montag ging es aber noch um einige wichtige Themen mehr und darum, voneinander zu lernen. Was dabei rauskam und wie wir die bayerisch-elsässischen Freundschaft weiter ausbauen werden, seht ihr in wenigen Tagen hier in einem Extra-Video. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Ihr Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.